ein bisschen überrascht. Ich bin ganz ehrlich, vor allem schaue ich in die Gesichter der Mainstream-Presse, die das natürlich erschüttert. Was ist hier eigentlich los? Die AfD ist hier eine erwachsene Partei. Wir haben es gesagt, wir wollten immer mehr Disziplinierung und auch das haben die Delegierten mitgenommen. Wir kümmern uns und wollen uns natürlich um Programmatik kümmern. Ich denke, das haben alle begriffen und deswegen werden die Personalwahlen auch relativ schnell durchgehen. Aber insgesamt zeigt das, dass wir erwachsener geworden sind und darauf kann sich auch der Wähler freuen. Damit haben wir auch mehr Vertrauen in der Bevölkerung. Die Partei hat offensichtlich ihre Pubertät jetzt so hinter sich. Es läuft aber draußen, da sind einige, die die Pubertät noch vor sich haben. Der Mob tobt, habe ich gehört. Wie haben Sie das bisher wahrgenommen, diese Situation hier in Essen? Ja, es ist insgesamt natürlich erschütterlich. Hier sieht man im wahrsten Sinne des Wortes, wer die wirklichen Undemokraten sind. Man muss ja nach draußen vor die Halle schauen, wo man eine demokratische Partei sozusagen behindern möchte, ihr Grundrecht, was im Grundgesetz verbrieft ist, der Versammlungsfreiheit auszuüben, hier einen Parteitag durchzuführen und sich viele Parteien, im Übrigen auch die CDU, daran beteiligt haben, hier aufzurufen, diesen Parteitag zu boykottieren und diesen zu verhindern. Daran sieht man, wer die Undemokraten sind und wer eigentlich vor uns Angst hat. Das sind nämlich nicht die Bürger, das sind die etablierten Parteien, die uns verhindern wollen, damit wir an die Macht kommen, damit wir endlich im Interesse Deutschlands Politik gestalten können. Aber wir werden es tun. Ich denke, immer mehr Bürger wachen auf und sehen das auch. Sie haben schon gesagt, es liegen riesige Aufgaben vor dem Bundesvorstand. Ich habe vorhin gelesen, die vielleicht wichtigsten Wahlen in der Geschichte der AfD sind jetzt im September, finden sie statt. Wie siehst du da die Rolle des Bundesvorstands? Ja, ich denke mal, insgesamt jede nächste Wahl ist die wichtigste. Das ist auch ganz klar. Ne? Also selbst eine Kommunalwahl, ich habe es ja heute auch in meiner Rede gesagt, sind wichtig, weil wir gerade auch die Wurzel unseres starken Baumes damit natürlich stärken wollen. Natürlich sind die nächsten drei Landtagswahlen im Osten ein Gradmesser. Wir wollen natürlich dort stärkste Kraft werden. Wir wollen endlich in die Regierungsverantwortung, um endlich hier die Deindustrialisierung, die falsche Wirtschaftspolitik, die Migrationspolitik rückgängig zu machen und endlich auch hier ein, ja, ich sag's mal so offen, einen Politikwechsel anzustreben. Das haben die Bürger verdient, das wollen sie und mit uns wird es in den ersten 48 Stunden nach Regierungsübernahme auch klare Änderungen geben, migrationspolitisch. Wir wollen Grenzsicherung sofort einführen. Wir werden auch eine Familienpolitik betreiben, die ihren Namen verdient hat und vor allen Dingen in den Ländern, was ich ganz wichtig finde, eine Bildungspolitik auf den Weg bringen, denn mit der Bildung fängt alles an und das ist auch ein großer Problemlöser in den Ländern, auch was im Übrigen Migration und auch Arbeitsplätze angeht. Ja, normalerweise hat man 100 Tage, aber jetzt ist von 48 Stunden die Rede. Das ist schon eine ganz klare Ansage. Bist du auch selber bereit für ein Amt in der Regierung in Sachsen? Also ich denke, ich bin auf Bundesebene gut aufgehoben. Wir haben tolle Kandidaten, auch mit Jörg Obern, ein super Spitzenkandidat, mit Björn Höcke in Thüringen und auch mit Christoph Berndt in Brandenburg, wo wir sagen können, das sind tolle Kandidaten, die werden auch dort das Amt des Ministerpräsidenten sehr gut ausführen können. Und ich denke, wir werden natürlich auch viel Unterstützung aus dem Bund brauchen, um diese Posten zu besetzen. Aber darum geht es in erster Linie nicht, sondern es geht um einen Politikwechsel, einen Regierungswechsel. Und mit welchem Personal wir das gestalten werden, das entscheiden dann auch die Parteimitglieder ein Stück weit, aber auch die Gremien. Man merkt es, wir sind durch und durch motiviert und deswegen lasse ich dich jetzt auch wieder zurück, die Probleme ja, und so. Ja genau, und da coachen wir uns eigentlich schon fast gegenseitig. Diese Momente gibt es auch und ich finde das wirklich unglaublich schön. Und er hat wirklich super Qualitäten. Wir ergänzen uns in unseren Stärken, die wir beide haben. Und ich finde das toll, dass wir hier gemeinsam weitermachen können. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es kommt nicht zu meiner Überraschung, dass das hier heute genauso ausgegangen ist. Ich habe es mir genauso gewünscht. Wir haben uns sehr gut vorbereitet und Ehrenhaus. Ne? Nein, also ich freue mich mega und ich freue mich auch auf den neuen Bundesvorstand. Toll. So, die Stimmung hier drinnen ist ja auch heute wirklich sehr harmonisch. Kennt man ja eigentlich auch nicht so vom Bundesparteitag der AfD. Draußen geht es hitziger zu als drinnen. Wir werden immer besser. Ja, denkt ihr, das kommt auch von der Einigkeit in der Spitze, dass sich das auf die Mitglieder oder die Delegierten niederschlägt? Oder ist das auch ein Reifeprozess? Also wie erklärt ihr euch die Harmonie heute hier im Saal? Es hat sicherlich etwas damit zu tun. Ich habe es ja auch in meiner Rede gesagt, es ist der erste Bundesvorstand, der in deutlich ruhigeren Fahrwassern ist. Ich muss aber auch sagen, also die 4 Jahre in der letzten Legislatur, als wir eine Doppelspitze im Fraktionsvorstand haben, Alexander Gauland zusammen mit mir, die hat auch sehr gut funktioniert und es war auch ein sehr harmonisch arbeitender Fraktionsvorstand bereits. Der ist ja völlig lautlos gewesen zwischen 2017 und 2021. Ja, und seitdem der Tino und ich auch hier die Doppelspitze machen, läuft das auch sehr, sehr gut. Wir haben ja auch uns mit den Landesverbänden deutlich besser verknüpft, mit Landessprecherkonferenzen, mit regelmäßigen Ländertelcos. Die waren eigentlich früher also nicht so toll, aber dadurch, dass es jetzt so oft ist und wir uns abstimmen,
nehmen wir natürlich auch viele, viele Diskussionen, auch solchen Parteitagen innerparteilich, vorweg. Ihr bündelt ja quasi auch eure Führung, also nicht nur Partei, sondern auch Fraktion, ja, wie du es eben auch schon gesagt hast. Das bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, oder wie ist da eure Kosten-Nutzen-Rechnung? Also ich muss sagen, in den letzten Jahren hat das eigentlich nur Vorteile gebracht. Natürlich, ich war auch mal allein Landesvorsitzende. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man sich gar nicht mehr abstimmen muss. Aber ich bin ein Mannschaftsplayer. Ich stimme mich sowieso immer mit dem Vorstand ab. Und dementsprechend ist auch die Abstimmung mit dem Tino Chrupalla überhaupt gar kein Problem. Und ich finde es immer so, wenn man dann gegenseitig auch mal so die Dinge beleuchten kann. Man hat ja auch verschiedene Sichtweisen. Das ist auch befördern und fruchten. Und ich glaube, letztendlich führt das auch noch mal zu interessanteren und auch teilweise besseren Ergebnissen. Aber Einzelspitze ist klar, ist natürlich deutlich einfacher. Wenn man jetzt auch den gesamten Bundesvorstand betrachtet, war der letzte eigentlich auch, also nach außen hin auf jeden Fall sehr harmonisch. Ich meine, ich will nicht sagen, dass in der Sache nicht mal irgendwie auch hart diskutiert wird. Das muss auch sein, das ist nötig. Aber denkst du, das hängt mit dem Personaltableau zusammen, also mit den Charakteren, die dort vertreten waren? Oder habt ihr da wirklich auch den UFO geformt zu einer einigen Truppe hin? Das ist natürlich Führungsaufgabe, das zu machen. Und das hat natürlich auch etwas mit Menschenführung zu tun, wie man einen Vorstand führt. Und wie man auch beispielsweise diese Landessprecherkonferenzen aufgesetzt hat. Das ist ja auch mein Kernanliegen gewesen, diese gesamten Mediationsverfahren. Ich habe es ja in meiner Bewerbungsrede angesprochen, Mediationsverfahren anzustrengen, wenn es beispielsweise in einzelnen Ländern vielleicht nicht so gut funktioniert, dann werden da Mediatoren reingeschickt, um das wirklich professionell abzumoderieren. Und ich glaube insgesamt, das ist doch alles deutlich gesetzter, aber ich muss dir einfach auch sagen, es liegt an der Doppelspitze. Wenn die Doppelspitze nicht harmoniert, dann hat man das nicht. Und ich bin 9 Jahre im Parteivorstand. Ich habe Petri Meuthen, ich habe sie alle noch miterlebt. Ich war lediglich im ersten Bundesvorstand nicht. Essen ist ja auch ein bisschen was Historisches. Hier sind Sie ja zum ersten Mal in den Bundesvorstand gewählt worden. Und seitdem ist mega historisch für mich hier. Vor 9 Jahren das erste Mal hier in der Grugerhalle in den Bundesvorstand gewählt, was ich da alles erlebt habe. Ich sag dir, ich kann Bücher schreiben mit Anekdoten. Und da bin ich total froh, hier so einen super Vorstand zu haben und mit Tino Chrupalla so einen tollen Co. Dann hoffen wir, dass das weiter so harmonisch bleibt. Absolut. Wir sind guter Dinge und dass ihr das noch ganz lange ohne ganz viel graue Haare machen könnt und dass das weiter jetzt so... Jetzt sagst du aber was. Nein, das doch ist nicht... das. Nein, komm, wir brechen. Ich habe also ja gesagt, es soll weiter ohne graue Haare bleiben, so harmonisch. Ja, ohne graue Haare, ja, nicht aber so ich habe doch Anfang schon welche. Nein, doch. Hast du gut kaschiert. Nein, doch. Ah, okay, danke. Wir haben 6K und es ist keinem aufgefallen. Ja.